ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 mit Sailor Cat. Hallo. Und dem beweglichen Mauszeiger. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, aber du hast ja gesehen, dass ich ihn bewegt ja, habe. Ja. Beim letzten Mal hat Selfie die Raketenbasis zerstört und sich selbst in die Luft gesprengt. Mit ihrem Team? Das ist der positive Aspekt daran. Also, RIP Selfie, schade, aber hey, RIP Rinoa, woo! Und jetzt sind wir hier und sollen irgendwie verhindern, dass der Garten gesprengt wird. Na, dann verhindern wir mal. Und wie immer, koppeln. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Tempo, Tempo. Die Evakuierung schon begonnen. Findet Direktor Sid, egal ob lebendig oder tot. Los, los, fangt Direktor Sid. Okay. Der Direktor. Guten Tag, mein Herr. Los, los, fangt Direktor Sid. Hallo. Okay, man redet nicht mehr. Interessant, was auch immer hier abgeht. Hallo, möchte jemand Karten spielen? Karten spielen? Karten spielen? Wir sind ja im Ballamtgarten, die wollen immer alle Karten spielen. Nee? Na gut. Okay, Irvins Arsch. Ja, toll. Was ist denn hier los? Wie seht ihr denn aus? Was macht ihr da? Pro Master oder Pro Sid? Antworte Pro Master oder Pro Sid, frage ich. Ich verstehe nicht. Schwörst du deinen Eid auf Master Nork? Egal, ich schwöre. Ja, ich leiste meinen Eid, wir sind Pro. Blaster oder so. Blaster. Gut, such direkt aus dem Tempo. Aber jetzt sieht man es. Okay, da steckt ein Mensch unter dem Hut. Das ist, hier sieht man es ganz gut. Einige Schüler leisten Widerstand, überwältigen sie einfach. Wer auch immer das ist, dieser Blaster. Na ja, natürlich. Der böse Hausmeister ist nicht mehr da. Wenn es in einer war. Oh, guck mal, die beiden Trottel. Hey, du bist mal zurück. Was ist denn hier los? Am Anfang sagten sie mal was von einer Seedjagd. Jetzt bekämpfen sich mal die Pro-Sits und Pro-Masters gegenseitig. Konfusion, Grund unbekannt. Wir sind mal vom Ordnungsdienst, finden das mal zum Heulen. Die ganze Arbeit war mal umsonst. Seedjagd, was soll das heißen? Was ist mit Direktor Sid? Wir wissen da mal gar nichts. Wir müssen Direktor Sid etwas Wichtiges mitteilen. Hier ist es zu gefährlich. Raketen werden gleich einschlagen. Wir müssen mal fliehen. Aue! Allein fliehen ist mal feige. Wir müssen mal die anderen warnen. Es ist mal nicht die Zeit für einen Streit. Wir gehen den Direktors an. Aufpassen. Im gesamten Gebäude finden mal Kämpfe statt. Vorsicht vor den Pro-Masters, die machen mal Jagd auf Seeds. Was ist mit euch, Futin, Reitin? Auf wessen Seite steht ihr, Sid oder Master? Wir sind mal auf keiner Seite. Wir sind mal sowieso pro Cypher. Macht euch das nicht irgendwie pro Hexen? Irgendwie, Schön. Cypher ist auf der Seite der Hexe. Findet ihr das mal okay? Mal okay? Funktioniert das Teil? Nee, okay. Wäre ja auch zu einfach. Hallo! Aber alles Schüler, keine Seed-Uniform zu sehen. So, was war hier? Ich glaube, hier war die Bibliothek. Was trödelt ihr herum? Macht sie nieder. Wen niedermachen? Wahrscheinlich die Pro-Sits. Hey, ihr da helft mir die Stellung einzunehmen.
Die Prositz. Ein Prositz. Wir werden woanders geworden. Schluss mit Promaster. Jetzt ist Schluss mit Promaster. Seid ihr etwa Prosit? Wir sind pro nicht von Raketen erschlagen werden. Ja. Yep. So, was kommt jetzt? Och! Das ist süß! Ganzen Grad hetzt er uns auf den Hals! Oh, Schicksalszelle, das ist ganz neu. Das ist geflechtet. Das ist richtig cool. Also manchmal macht Squall, das ist völlig zufällig, am Ende seines Multislash noch ein Finisher. Und das ist halt einer von... Im Moment haben wir Schicksalszirkel oder Grobspalter. Ja, schön. Ah, hier sind Seeds. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Puh, danke. Der Direktor ist nicht hier. Wir sollen nur so tun, als sei er hier. Wir halten hier die Stellung. Wir haben die Monster auf... Die haben die Monster auf ihrer Seite. Wenn die mal alle auf einmal angreifen, hätten wir nicht mal wir Seeds eine Chance. Der Plan lautet, den Feind zerstreuen und ihn einzeln auftreiben. Okay. Naja, stammt nicht von mir, der Plan. Von wem dann? Ich sage Schuh. Wer ist Schuh? Ha! Von Schuh! Als der Tumult hier begann, hat sie sofort die Initiative ergriffen. Ja, das ist doch irgendwie die Ausbilderin Nummer 1. Echt? Ja. An die erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Die hat Cypher nach der Prüfung zur Schnecke gemacht. Ah, okay, da war irgendwas. Und die hat uns, sie hat uns auch bei der Prüfung angeleitet, den Auftrag gegeben und so. Okay, habt ihr Bücher? Oh, ja, Schüler. Du bist, Deacon. High Squall, ich werde durchhalten, genau wie die anderen Seeds. Du bist kein Seed. Du bist, Carina. Carina. Hier ist für dich... Senpai. Megapille. Ein Buch. Weil ich glaube, hier war ein Dropbook versteckt, oder? Irgendwas. Okay, vielleicht funktioniert das jetzt auch einfach nicht während dieses Szenarios. Okay, was wissen wir? Chaos. Ja, es gibt jetzt irgend so ein Master-Typi und die Leute bringen jetzt alle um, die nicht auf seiner Seite sind. Okay, es gibt auch keine neuen Dossiers. Gut, gehen wir mal in die Übungshalle. Wenn sie die Monster aus der Übungshalle freigelassen haben, dann müsste die Übungshalle jetzt der sicherste Ort sein, oder? Stimmt. Ja, niemand hält mich auf. Okay. Da sind sie, die Prosits! Da sind auch Unterstufler. Was? Steht euch. Nö, 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 nö. Das ist eine Frau. Wirklich? Sie hat einen Rock. Für mich sieht das aus wie so eine Hose. Ja, aber die männlichen Seeds haben alle so eine lange Hose. Okay. So ein Mist, ich konnte sie nicht in Sicherheit bringen. Ich werde mitkämpfen! Haha, der reißt sein Maul ja ganz schön. Oh! Wer mich unterschätzt, wird es bereuen. Ach, das ist Jogging Boy. Wird es bereuen, ich drehe auch nicht umsonst jeden Tag meine Runden. Den habe ich beim Kartenspielen abgezogen. Ah. Von dem habe ich die Mogri-Kid-Karte. Du kleiner Scheißer. Yes, Squall to the rescue. Ich bin jetzt euer Gegner. Du bist wohl Prosit. Blöd. Und was hättest du mir hier auf den Hals? Wieder ein Grat oder... Ach so. Ja, gut. Damit komme ich klar.
schon ein bisschen zäher. Ja, aber ich habe das Lied aus der Super Perforator-Werbung. Oh, wow. Der lebt noch? Na gut. Kartenwandlung. Was? Na gut. Hui, der könnte uns platt killen. Das wäre aber schlecht. Ja, wenn die Schüsse nur noch 0 Schaden machen, dann weißt du, der ist längst tot. Hm. Ja gut, die Level-Ups ließen sich da jetzt nicht unbegrenzt vermeiden. Danke, Squall. Ach ja, hier, vielleicht hilft euch das. Megapille. Vielen Dank, Seeds. Danke, Seeds. Willst du Karten spielen? Wenn ich groß bin, will ich auch ein starker Seed werden. Willst du Karten spielen? Nee, das bist wieder du. Willst du Karten spielen? Der Direktor, hier ist er nicht. Okay, kommen wir weiter rein. Ist Joker hier? Joker? Nee, Joker ist nicht hier, okay. Gut, zuletzt haben wir Joker im Wüstengefängnis gesehen. Wo soll er auch herkommen? Tja. Okay, der Direktor ist nicht hier. Ist der Direktor vielleicht Seed Level 19? What the fuck? War ich nicht vor kurzem noch auf 17 degradiert worden? Ja, irgendwie schon. Achso, wahrscheinlich, weil wir die Raketenbasis so perfekt gelöst haben. Und hier gibt es... Gui's Eye? Was auch immer das sein soll. Gui's Eye. Tot und hatte einen Vampirzahn dabei. Ich werde aber langsam, was die Lebenspunkte angeht, ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Kannst du dich nicht irgendwie heilen? Doch, klar. Aber will ich nicht, weil je niedriger die Lebenspunkte sind, desto mehr Special Moves kann ich machen. Aber ich kann Quist jetzt mal voll heilen, da kann ja nicht mehr viel schief gehen. Wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert und alle umgeklatscht werden, bleibt immerhin Quist stehen. Okay. Okay, der Direktor ist bestimmt auf dem Parkplatz. Er hat bestimmt irgendwo seinen... Dein geheimes Superauto. Bestimmt. Ey, Alter. Du bist Prosit? Prosit! Ach nee, ein Grendel. Ja, wenn's weiter nichts ist. Der Garten gehört Nork. Bam. Ja, ich habe die Macht des Auslöhers. Mhm, die ist sehr wichtig. So, wenn er das überlebt hat, mache ich ihn zur Karte. Ich glaube nicht, dass er das überlebt hat. Das waren ziemlich viele, ja. Jetzt regnet es Erfahrungspunkte. Man merkt, wir sind technisch gesehen unterlevelt. Wir sind unterlevelt, deswegen sind die Kämpfe auch so leicht. Das ist das einzige Spiel, bei dem diese Aussage Sinn macht. Ja, das stimmt. So, du kannst eh nichts Sinnvolles mehr lernen. Kannst du noch? Nee, doch stürmen. Naja, ist nicht wirklich sinnvoll. Aber es ist irgendwas. Okay, du Eumel lernst jetzt AP plus 40%. Diabolos lernt... Oh, sieh mal das da! Oh! HP plus 80%. Kabanke. Okay. Hey, nice, ich hab recht. Direktor Sid. Hologramm Direktor Sid? Was, Sagt das ja. Die. Nee, ist das eine Frau? Naja, sie hat keine weibliche Uniform. Na dann. Sie haben beide keine weibliche Uniform. Es ist nur ein Hologramm, sieht richtig echt aus, oder? Hey, nimm das, es wird euch nützen. Zelt erhalten. Ja, wir kämpfen jetzt erstmal eine Runde. Direktor Sid ist nicht hier. Sorry, your Director is at another Parkplatz. Stimmt. Willst du Karten spielen?
Kartenspiel. Jetzt habe ich Direktor Sippes in meinem Zimmer. Da gehen wir als nächstes nachschauen. Bestimmt. Er hat mich schließlich in den Tod geschickt. Wahrscheinlich will er meine Hinterlassenschaften erstmal an sich reißen. Ja, also der Witz ist, wir müssen alle Gebiete einmal abklappern und vorher geht's nicht weiter. Ah, okay. Was zum seid ihr Prosit? Jetzt fragen sie auch gar nicht mehr, jetzt wissen sie es schon. Ja. So, was hast du jetzt? Ein Weißkäfer? Nee, eine fette Raupe. Die sieht immer noch recht hässlich aus. Wieso helft ihr Sid? Wieso wollt ihr uns umbringen? Spinnennetz geklaut. Warum auch immer eine Raupe ein Spinnennetz hat? Tja, gute Frage. Ach, da fällt mir ein, wir haben noch ein Waffenmagazin gefunden, da können wir mal drin schmökern. Stimmt, ja. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Also, während wir auf den Raketenangriff warten, erstmal ein Magazin lesen. Das kommentiere ich jetzt nicht. Und eine Runde schlafen tun wir auch. Ja, ich bleib jetzt hier in meinem Zimmer, lese mein Magazin und irgendwie wird sich das alles schon von selbst erledigen. Genau. Beim Flame-Tan wurde der Pistolengriff des Kiastrad an den Schneidetrigger angebracht. Der Name rührt von der feuerroten Klinge dieser Waffe. Verräterklinge, Krötenpanzer und Schraube. Anders als Handschuhe, die Wirkung der blanken Faust direkt weiterleiten, fügt der Gauntlet Schaden durch die Masse zu. Auffällig sind die Metallteile. Der Morgenstern verstärkt die Schlagwirkung durch stachelartige Metallspitzen an beiden Kugeln. Äußerlich etwas aus der Mode gekommen, jedoch sehr wirkungsvoll. Ich finde, das sah gar nicht aus wie ein Morgenstern. Ja, schon so ein bisschen. Bei Peitschen kommt es stets auf das Material an, aus dem der Riemen besteht. Beim roten Skorpion werden die Fangarme eines Küsschens eingearbeitet. Und eine Schlangenhaut. Naja. Willst du Karten spielen? Hey, du bist ein Seed. Willst du Karten spielen? Oh. Und ein Zufallskampf. So, was kommt jetzt? Ach, die laufen hier auch frei rum! Das ist vollkommen ungefährlich. Da kann ja gar nichts schief gehen am Pimpelzoo. Peng! KT. Hey, ich dachte gerade, es hat funktioniert. Ah, er pennt! Dummer Dino! Mist! Noms! Squall! Mal reingebissen! Squall ist nicht zum Fressen da! Der ist zum Anbeißen, fand der Dino bestimmt. Ja gut, das ist er ja auch irgendwie. Achso, es war ja kein Dino, es war ja ein Dinos. Achso, ja. Der Archeodinos, Singular. Ich glaube, hier ist die Mensa. Ich will gar nicht wissen, was sie in der Mensa für Viecher losgelassen haben. Wahrscheinlich Godzilla oder so. Gut, verteidigt die Hotdogs mit eurem Leben! Ihr seid Prosit! Wenn das jetzt ein riesen Hotdog ist, dann hat das Spiel gewonnen. Bomber. Gut, wahrscheinlich haben sie den in der Küche aufbewahrt oder so. Der macht immer die Gerichte heiß. Deswegen sind die Hotdogs auch so beliebt und so schnell weg, weil irgendwann explodiert der Bomber halt und ab da gibt's dann für den Tag nichts mehr. Das wird sein. Aber Splitter ist eigentlich ziemlich nice. Ja, kein Scheiß, es gibt irgendwann eine Schlacht um den Garten. Nicht jetzt, aber die gibt es irgendwann. Und da kann man tatsächlich Befehle geben, unter anderem verteidigt die Hotdogs mit eurem Leben. Wirklich? Das ist der Shit. Oh, Seeds, okay. Miss Seed.
Hey, ich kann noch weiterkämpfen. Mr. Seed? Direktor Seed ist nicht hier. Your Director is in another room. Schülerin? Ach ja, nimm das dafür. Gieserkraut, ja. Für was auch immer. Was sollen wir... Ja, wir müssen jetzt ganz dringend Chocobo anlocken. Ob mein Bruder okay ist? Bestimmt. Es sei denn, er ist auch pro Sid, dann ist er vielleicht tot. Oder er ist pro Master und ich habe ihn gekillt, das weiß ich nicht. Hauptsache, passt mir ja gut auf die Hotdogs auf. Also wenn Xell noch lebt und zurückkommt und ihr habt die Hotdogs kaputt gemacht, dann hat er bei der Arschkirmes. Dann seid ihr eures Lebens nicht mehr sicher. Ich dachte schon, die eine läuft uns nach. Nächster Halt. Schulhof. Oh, Schulhof. Selfies Heiligtum. Oh, okay. Ja, wegen dem Schulfest. Ach so, stimmt, sie war ja im Schulfestkomitee. Mhm. Ich diesen ganzen Anfang schon wieder vergessen habe, weil das so lang ist, dass wir das her ist, dass wir das aufgenommen haben. Wir haben nicht genug Einheiten. Ja, und gleich habt ihr noch weniger. Hey, komm her, bleib stehen, ich will dich töten. Ihr seid auch Prosit. Jupp. Du bleibst wohl hier. Los, Angriff. Dude, die halten uns nicht auf. Nicht mal so ein bisschen. Alles schnell. TGF leveln. Das bringt übrigens rein gar nichts, dass TGFs leveln, weil dadurch wird nur deren Attacke stärker und ich greife nie mit denen an. Tja. So, das ist Selfies Heiligtum. Wer seid ihr? Pro Master? Pro Sid. Nein, Prosit. Hab ich doch gleich gewusst. Wer ist dieser Master eigentlich? Schön, dass es niemand so genau weiß. Hier, nimm. Explosion. Ja, man kann tatsächlich ganz am Anfang im Schulrechner nachlesen, der Master ist Master Nork. Aber was sein Job ist und wer das ist, keiner weiß es. Ja, der Direktor ist nicht mehr hier. Aber wir wollten noch ein bisschen länger die Stellung halten. Passt mir ja auf die Bühne auf. Wenn Selfie noch lebt und zurückkommt und ihr habt die Bühne kaputt gemacht, dann hat er bei der Arschkirmes. Dann seid ihr eures Lebens nicht mehr sicher. Genau. Selfie ist gruselig. Selfie kann gruselig sein, ja. Sie wollte dem Mumba das Fell abziehen. Oder alles in die Luft sprengen. Was immer eine gute Lösung ist. Na, für sie schon. Da rennen sie. Die rennen hier aber auch auf wie rum wie die aufgescheuchten Hühner. Bock! Bock! Ja genau, wo sind die Tuschelhühner? Tja. Oh, ich hab Knuffing und Bömbchen. Bomben. Na mei, ist er halt tot. Ich schalte jetzt die Zufallskämpfer ab, das hat er doch gar nicht. Nee, das mach ich lieber nicht. Aus Gründen. Seed-Level und so. Dieser Direktor Sid scheint ja noch gute Männer zu haben. Und Frauen. Nur gut, das sind wirklich Männer. Es hat keinen Zweck, ich hol die Monster. Hilfe ein. Wir greifen ein. Müssen wir jetzt die Schüler töten? Bitte nicht. Nee, glaube ich nicht. Ach, Granaldo! Die andere Antwort war ja, bist du Pro Master. Okay, und dann was? Ja, das heißt, die andere Antwort ist, du bist Pro Sid und deshalb hilfst du den Schülern. Ach so. Ja, aber er hatte ja auch Schüler bei sich. Ach so. Also die Seeds waren ja die Verteidiger und die Schüler waren die Angreifer. Ach so, ja gut, dann... Oh, Kartenwandlung per se unmöglich, ja. Na gut. Schnipp, schnapp, weg mit dem Käfer.
Doktor, sprich ein Machtwort. Ah, sie kommt wirklich. Also wirklich. Kannst du aufstehen? Ich bin Pro Master. Rede keinen Unfug. Du bist weder Pro Master noch Pro Sith. Du bist verletzt. Ah, ich mach's. Hey Squall, steh da nicht blöd rum, sondern hilf mir. Ja, Mama. Pro Master und Pro Sith, was für ein bodenloser Unfug. Direktor Sith, wie du siehst, ist er nicht hier. Wo zum Teufel? Vielleicht weiß Sho etwas. Andererseits weiß ich auch nicht, wo Sho steckt. Was willst du vom Direktor? Wahrscheinlich werden Raketen hier einschlagen. Fliehen Sie lieber. Wie bitte? Ein Grund mehr, die Stellung hier zu halten. Wenn ich nicht mehr hier bin, wer soll sich dann um die Verletzten kümmern? Okay, das ist eine mutige Einstellung. Ja, das ist in der Tat mutig. Auch dass die Krankenstation tatsächlich zum Gefechtsfeld geworden ist, das ist auch sehr unhöflich. Das macht man nicht. Show. Show? Achso, das ist Christmas, ich dachte, Squall spricht. Ich nehme mal das Q und denke, es muss Squall sein. Jetzt warst du immer noch auf Seed Level 19. Ja. Achso, stimmt, man levelt ja auch gar nicht auf oder ab, wenn man Geld kriegt. Also nicht unbedingt. Nee, du kriegst halt jedes Mal, also ein Seed Level sind 100 Punkte. Und jedes Mal, also ich bin bei Seed Level 19 bin ich irgendwo zwischen 1900 und 2000. Und ja. Jedes Mal, wenn ich Geld kriege, kriege ich 10 Punkte abgezogen. Was nicht unbedingt heißt, dass ich wieder unter 1900 sinke. Für jeden Gegner, den ich besiege, kriege ich einen Punkt drauf. Auf wessen Seite steht ihr? Auf keiner. Ich muss direkt aus Sith Meldung erstatten. Wo ist er? Sho, es ist wahr. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber wir haben wirklich keine Zeit. Wenn du es sagst, Christus, ich möchte dir glauben. Ich werde es weiterleiten. Um was geht es? Galvanianische Raketen. Diese Geste! Das ist dramatisch! Galvanianische Raketen könnten hier jede Minute aufschlagen. Hier? Nein, nebenan, Blödmann! Verstanden, ich werde es dem Direktor sagen. Ist der Direktor überhaupt? In seinem Zimmer. Er hat die Flucht nur vorgetäuscht. In Wahrheit ist er gar nicht weg. Ah, ich verstehe. Otaru hat sich in ihrem Zimmer versteckt. Da gucken wir als letztes nach. Ich gehe voraus. Folgt mir. So schwierig ist der Weg nicht. Es geht hier rum. Ja. Und dann geht's hier. Den einzigen Weg, den wir überhaupt gehen können. Nämlich hier lang. Wow. Und dann sind wir da. Schön. Ich darf gar nicht entscheiden, wir fahren automatisch. Der Direktor will genaueres wissen. Alter! Raketen, reicht das nicht? Ich gehe zu den anderen und werde die Evakuierung einleiten. Ja, okay, gut. Es wird also schon mal evakuiert. Das ist nicht gut. So, Boss. Schnabel auf. Was soll der Scheiß mit der Wunderlampe? Erzähl mal. Der Squall-Trupp meldet sich zurück. Ich habe von den Raketen erfahren. Ich wollte gerade die Evakuierung einleiten, aber die Sendeanlage scheint defekt zu sein. Shu, Raijin und Futlin sind unterwegs und warnen die anderen. Informieren Sie die übrigen und begeben Sie sich ebenfalls in Sicherheit. Sicherheit? Ich habe einige Fragen an den Direktor und zudem muss ich noch
Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Wenn wir lebend da rauskommen, können wir darüber reden. In Ordnung? Ja, das finde ich eigentlich vernünftig. Ja, eigentlich schon. Direktor. Haben Sie Einwände? Irgendwie schon. Was werden Sie tun, Direktor? Ich werde an meinem Posten bleiben. Das hier ist wie mein Zuhause. Direktor Sid. Das geht doch 100 Pro in die Hose. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte nur etwas ausprobieren. Okay. Vielleicht können wir den Garten retten. Was will er denn jetzt noch tun? Der sieht doch nicht mehr gut aus. Ah, ich bin wohl zu alt dafür. Was haben Sie vor? Vielleicht kann ich helfen. Warum Sie? Warum? Weil es der Direktor es wahrscheinlich nicht schafft. Ist das alles, weil ich nicht weglaufen will, weil mir sauer wichtig ist? Es gibt tausend Gründe, weil ich an eine andere Lösung glaube, weil es auch mein Zuhause ist. Das alles empfinde ich gerade. Ich habe eine Persönlichkeit. Oh mein Gott, er hat eine Persönlichkeit und Gefühle. Ich will das jetzt nicht alles einzeln erklären. Meine Gefühle spielen jetzt keine Rolle. Genau wie Quistis es mir berichtet hat. Ihre Gedanken ordnen und sie anderen mitzuteilen scheint wohl nicht ihre Stärke zu sein. Und meine Stärke ist es, hier zu warten, bis die Raketen uns alle töten. Oh, das nervt einfach. Worüber reden wir eigentlich jetzt über mich? Direktor, was müssen wir wo an welchem Ort machen? Das finde ich eine super Frage. Das stimmt. Das ist hochprofessionell. Ja. Dieses Gebäude war ursprünglich ein Schutzbunker. Er wurde später zum Garten umgebaut. Mit diesem Schlüssel entriegeln Sie den Aufzug. Wenn Sie das Schloss entriegeln haben, gehen Sie in die MD-Ebene. In der untersten Etage der MD-Ebene soll eine Steuervorrichtung stehen. Angeblich. Sie soll eingebaut worden sein, als dies noch ein Bunker war. Ich habe sie noch nie gesehen. Da-dab-dab, da-dab-dab. Auch weiß ich nicht, wofür sie gut sein soll. Toll. Diese Vorrichtung wurde zusammen mit dem Bunker gebaut. Vielleicht kann sie was gegen die Raketen ausrichten. Vielleicht lässt sie auch nur Luftballons aufsteigen. Ich setze meine gesamte Hoffnung auf diese Apparatur. Obwohl ich keine Ahnung habe, was sie macht. Das kann doch nur schief. Ja, was soll's? Das ist besser als Däumchen drehen. Ich hab verstanden. Ich werde in die D-Ebene hinuntergehen und die Vorrichtung in Betrieb nehmen. Einmal mit Profis arbeiten. Nur 5 Minuten. Da hätten wir auch Renoir zum Direktor machen können. Ich verlasse mich auf Sie, Squall. Natürlich, der Fahrstuhl bleibt stehen. Fuck. Sind wir hier für immer eingesperrt? Keine Sorge, wenn die Raketen einschlagen, sind wir frei. Es gibt doch bestimmt irgendwo einen Ausgang. Ja, und ich muss ihn wieder finden, ja? Okay. Ja, ich habe ihn schon längst gesehen, lass mich doch. Ich sehe ihn doch. Lass ihn mich doch andüdeln. Ja, jeder sieht die Falltür, aber ich finde den magischen Hotspot nicht, um sie anzusprechen. Ah, okay. Keine Reaktion, ja danke. Ich sehe die Falltür. Ah, jetzt geht's. Wir gehen jetzt, Troll. Die Ebene war lange Zeit unter Verschluss, passt also auf. Kraxel, kraxel, kraxel.
Oh, mir gefällt, was ich sehe. Oh. Ich glaube, da war eine Sequenz kaputt. Eigentlich hätte der schon sichtbar anfangen müssen, runterzukrachen. Speicherpunkt kommen, wenn nicht schlecht, aber naja, jetzt sind wir auch fast schon durch die Ebene. Die Ölebene. Hier sind Gegner, die schwach gegen Hitze sind. Wenn man Hitzezauber koppelt, werden die Kämpfe leichter. Haben wir Elementangriff? Nein, haben wir noch nicht, doch haben wir dreimal. Gehen wir. Ich glaube, wenn ich Ja gesagt hätte, hätte er uns ein Tutorial an den Kopf geworfen. Oh je. Woher weißt du sowas? Tja, man weiß es nicht, gute Frage. Ich bin Professor Fröhlich und was ich flutsch, das ölig. Aha, ein Ventil. Ich weiß nicht, was es macht, aber machen wir es mal auf. Und es gibt ein Button-Mashing-Spiel. B4. Was war B4? Nee, ich glaube, das stimmt aber nicht überein, oder? Nein, nimm doch Irvine, der hat doch Stärkekopplung. Wenn ich überhaupt den richtigen Button mesche. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist deshalb ja fehlgeschlagen. Nee, ich hab's eigentlich noch nie beim ersten Versuch geschafft, das ist voll schwer. Ich hab's einmal beim zweiten Versuch geschafft, aber eigentlich meistens braucht man wirklich alle drei. Ich glaube, wenn man es alleine schafft, dann gibt es ein Seed-Level-Up oder so. Hm. Warum auch immer sie nicht von Anfang an zusammen gemacht haben. Weil wir alle Zeit der Welt haben und Spore sich profilieren will. Natürlich. Vor Quiskis, die ihm sowieso, wenn man sie denn ließe, an Ort und Stelle die Kleidung vom Körper beißen würde. Beißen auch noch? Ja, sie würde ihn mit der Zunge ausziehen. Oi. So ist Christus in meinem Kopf. Ah, es ist wieder so ein Teufelsanus. Das ist immer noch die Ölebene? Nee, das ist die B-Garden-MD-Ebene. Wofür könnte MD stehen? Irgendeine Idee? Eigentlich nicht. Da gibt's einen Drawpunkt mit Erzengel, ui! Geilo. Bestenstärkster Heilzauber überhaupt. Eine Sackgasse. Tja, wir müssen wohl diese Leiter nehmen. Na. Wo soll das hinführen? Nach oben. Ja, das ergibt Sinn. Interessant. Das ist so ein intelligenter Satz. Squall. Es gibt hier Räume. Squall, was denn jetzt? Muss ich wieder entscheiden. Jemand soll sich mal umschauen. Wen schicke ich denn da auf? Christus bin ich. Irvine bin ich. Ich werde erstmal vorgehen, ihr beide wartet hier. Okay, das ist gut. Er ist nicht gerade der Anführertyp, er ist eher der Ich-mach-selbst-Typ. Ja, das stimmt. Na, zum Glück ist das hier alles überhaupt nicht verrottet und alles ist intakt und absolut sicher. Mhm. Ups. Well. Ich habe irgendwas angemacht. Perfekt. Thank you.
Okay, ich hoffe, da standen jetzt unsere Kumpels nicht drauf. Und sind sie jetzt leider in den sicheren Tod gestürzt. Der Gang ist eingestürzt. Von hier kann ich nicht mehr hinunter. Leiter wieder runter? Dann muss ich die Leiter nehmen. Ich nehme sie. Squall, alles in Ordnung? Ich stelle mir vor, wie er da steht, voller Splitter, Blut verspiert. Das ist nur eine Fleischwunde. Ja. Hey, diesmal war es doch richtig knapp, oder? Das war ein wenig knapp. Das war knapp. Denke ich mal. Aber das ist jetzt egal. Wir müssen diesen Garten vor den Raketen schützen. Reden können wir später. Da hat er recht. Da leuchtet was. Und ich drücke auf alles, was leuchtet, weil ich doch immer so neugierig bin. Und hey, das hatten wir schon lange nicht mehr, eine Leiter. Ja, irgendwie ist das Level der Leitern. Das Level mit Rutschbahn und Leitern. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und ihr wisst, was das bedeutet? Das bedeutet, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr sich sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt dem Video halt einen Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir mal erfahren, wofür dieser ganze Scheiß hier da ist. Okay. Also, die Luftballons. Ciao! Ciao!